Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play Sims 4 Inselleben. Maya ist wieder zu Hause und ich finde, sie kann mal Spaß und sozial aufpeppen, indem sie mit Hugo daran arbeitet, ihre Logikfähigkeit zu erhöhen, wollte ich sagen. Und währenddessen kaufe ich der Süßen etwas, worauf sie eindösen kann, um ihren Wunsch zu erfüllen. Ich weiß auch nicht, wo das ist. Hallo? Ach komm schon, ich hätte nur geklickt. Also da lebt mein Sims 2 nicht so lange. Und da sind viel mehr Sachen. Ja, wahrscheinlich muss ich alle mal draufklicken, vielleicht. Ich weiß es nicht. Ein Pizzastück oder sowas braucht die Gute. Ich sehe zwar immer, dass die neu sind und ich gucke sie mir auch an, aber ich brauche sie dann meistens nicht. Und voll, so, voll viele. Ah, da klicke ich mich jetzt nicht durch. Suchen nach Objekten im Raum. Was ist denn das? Skulpturen? Das sind nicht Skulpturen. Gibt es hier so eine draußen im Wasser-Kategorie? Wasser. Wie heißt das? Wasser. Suchen wir mal nach Pizza. Nein, kein Wasserspender. Was ist denn mit Pizza? Nein, das habe ich nicht eingegeben. Spiel. Pizza in Gerümpel. Jetzt muss ich nochmal ins Spiel. Upsi. Ja. Schwimmsessel. Ah, ja, da wäre ich nicht drauf gekommen. Nein, nein, nein. Überhaupt nicht. Schwimmen. Ich liebe diese Suchfunktion. Aber du musst halt auch erstmal wissen, schwimmendes Rekal, wie es heißt. Oh, der Wal. Bis wo geht denn unser Grundstück? Da. Oh, ist der süß. Oh. Gut, dann darfst du jetzt müde werden. Wie viel? Oh Gott, ganz unten erstmal Logik. Oh, Candy wurde befördert und das ist jetzt Warenvermittlerin. Supi. Toll, Candy. Geh darauf. Nein. Aber du könntest vorbeikommen. Ah, und wir können den Honig. Leer. Aufgebracht. Hä? Die schlafen, liebes Spiel. So, du darfst Rest nehmen. Ach Gott, ich finde, ihr steht dieser Turban richtig gut. Und ihr beide arbeitet noch an der Logikfähigkeit. Und sie wird langsam ein bisschen müde. Und ist auch noch weit von ihrem vierten Punkt entfernt. Candy ist Reste. Und dann könnte sie auch mal duschen gehen. Wie sieht es denn mit der Wäsche aus? Wäsche weglegen. Ich glaube, Maya dürfte müde genug sein. Und du darfst mal bitte den Ton vor, meine liebe Sandy. Hugo, musst du noch arbeiten? Zur Arbeit gehen. Ah, oh, 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 oh. Hugo, geh zur Arbeit. Los, sei nett, sei. Geh. Steht doch gar nicht. Was steht denn da? 17 bis 22 Uhr. Ja, warum gehst du denn nicht zur Arbeit? Geh. Oh, klingelst. Ja, ich weiß. Ich habe mich mit Hugo Hipster angefreundet. Nein, du trinkst jetzt nichts. Ich habe für dich die Aufgabe. Muss ich entspannen? Oder müssen wir beim Entspannen in einem Lounge-Sessel wegdösen? Also klicken wir auf Entspannen. Und dann hoffen wir mal, dass ihr irgendwann wegdöst. Das ist ja eine einfache. Ist hoffentlich nicht so schwer. Ich meine, das ist eigentlich eine einfache Sache. Aber so, du bist inspiriert. Oh, Töpferin.
Und müde bist du. Ja, ich habe mich mit Maya Bach angefreundet. Das brauchst du denn noch? Sich Sims vorstellen, Schreibfähigkeit und über Mode reden. Aber du bist auch müde. Aber wollt ihr beide vielleicht... wo ist er denn? Die Bar besuchen? Mit Hugo? Da kannst du dich ein paar Sims vorstellen und über Mode reden und vielleicht noch potenzielle neue Freunde finden. Aber ich finde, du könntest dich auch mit Maya anfreunden. Die beiden Mädels mögen sich ziemlich. Hugo Hipster kriegt keinen Frauenverschleiß. Das ist nicht so anstrengend, das ganze Geflirt. Mit Moa Pelham geht's aufwärts. Die Naturschutzbestrebungen sorgen dafür, dass Moa Pelham gedeiht. Blumen blühen, die Korallenriffe wachsen und die Fische kommen zurück. Aber es läuft nicht alles glatt. Lästige Möwen haben sich angesiedelt, um ihren Vorteil aus der einheimischen Tierwelt zu ziehen, und die Schönheit der Insel hat weitere Unruhestifte angelacht. Mach weiter, Moa Pelham braucht deine Hilfe, okay? Ich würde sagen, es geht ab nach Hause. Da hat wohl jemand vergessen, auf Pause zu drücken. Als ich essen war. Naja. Ups. Warum stinkst du? Naja, ab nach Hause. Da denkt man, man hat vorher auf Stopp gedrückt. Hat sie wenigstens neues Sims kennengelernt. Hm? 3 und 2, nein. Und sie hat Kopfschmerzen wegen Krankheit. Oh, warum ist sie denn krank? Nicht einschlafen auf dem Weg. Mucki. Nicht auf die Parkbank. Du sollst nach Hause. Los. Maya ist bei der Arbeit. Okay. Da ist wer. Ach, wieder aufgestanden. Ab nach Hause. Los, du schaffst das. Es ist absolut nicht weit. Und wir brauchen trotzdem diesen Ladebildschirm, dass wenigstens nicht so die Nachbarschaften irgendwie offen sein können. Oder wenigstens in ihren einzelnen... Es sind ja 3, 4 Inseln hier, dass nicht wenigstens jede Insel offen ist oder so. Man muss jetzt nicht mit einem Buff von einer zur anderen fahren. Das verstehe ich. Aber dieser Lade... Also, das ist von... hier nach hier einfach diesen Ladebildschirm braucht, das ist halt schon ein bisschen anstrengend. So, schlafen. Und, schlafen. Warum, ach, du kochst. Warum tust du das? Hier sieht's aber gut aus. Lecker, lecker, lecker. Oh. Okay, wir haben es nicht geschafft. Die hat... Hydration. Oh, du musst zur Arbeit. Die kann heute nicht zur Arbeit gehen. Du hast doch noch einen Urlaubstag. Komm. Booster-Job. Urlaubstag nehmen. Schlafen. Hallo. Hat sie einen Tag Urlaub genommen. Genießt den freien Tag. Supi. Wahrscheinlich zu spät. Das gibt trotzdem Ärger. Das müsste man sich mal erlauben. Nichts. Pinnwand voll. Maya hat Geld mitgebracht. Das finde ich gut. Ja. Dann kann Maya nämlich auch gleich ins Wasser hierher schwimmen. Und die Falle leeren. Falle leeren. Und Falle leeren. Oh, da ist ein wunderschöner Banner. Und plopp. Platsch. Oh, ihre Flosse ist so wunderschön, wunderschön. Hallo. Du gehst nicht duschen. Warum solltest du duschen gehen? Du gehst die Falle leeren? Mach dir wieder deine Flosse, Maya. So haben wir nicht gewettet. Du bist eine Meerjungfrau. Du liebst das Wasser. Oh, das Herz von Sulani. Voll viel. Falle präpariert. Hier. Auge von Sulani und das Auge von Sulani. Falle präparieren und Falle präparieren. Und sie ist müde. Versuchen wir das nochmal mit dem Entspannen. Ja, aber das müsste doch weg sein. Oh, Hugo. Oh Gott. Hugo. Komm, wir haben auch so viele Arbeitstage. Urlaubstage, Arbeitstage. Ja. Geh mal ran, bitte. Was möchte dein Boss von dir? Weil du nicht da bist?
Ach nein, du kannst nicht zur Arbeit gehen. Diese 3 Stunden Urlaubstag nehmen. Es tut mir leid, dass ich euch vergessen habe. Verzeiht mir. Wäsche. Subi, einen Tag freigenommen. Los, schlaf ein. Abgeschlossenes Bestreben. Maya hat eine entspannte Reise unternommen und sich selbst gefunden. Wie die Gezeiten, die Kieselsteine an der Küste glätten, so besänftigt das Strandleben selbst den nervtötesten Sim. Verdientes Merkmal, entspannt. Maya ist so entspannt, dass sie nie wieder eingespannt werden soll. Okay, toll, wow. Dann, es ist Zeit für etwas anderes. Tierfreundin, Sport, nein, 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 oder? Nee, auch nichts für dich. Liebe. Amor, Amateurin. Vielleicht. Sonst wird sie ein Angler-Ass. Oder das passt doch auch zu ihr. Oder die Kuratorin. 25 Sammelobjekte. Nehmen wir mal das Angler-Ass. Das passt doch ganz gut. Du wirst angerufen. Ja. Ist eh eine blöde Idee, so lange zu schlafen. Ich hätte besser aufpassen müssen. Okay. Du musst jetzt gerne Fische fangen und an 3 verschiedenen Orten fischen. Oder ist das. Kann eine. Nein, eine Meerjungfrau. Meine Meerjungfrau kann noch keine Anglerin werden. Dreimal etwas pflanzen. Freiberufliche Botanikerin. Outdoor-Fan, Dschungelforscherin, Gartenvielfalt, Beliebtheit, das ist sie ja, Witzbold, Freundin der Welt, komm, nehmen wir Freundin der Welt erstmal und dann könnt ihr beide euch auch noch anfreunden. Das seid ihr nämlich bisher noch nicht. Mach mal an. Achso, du fühlst dich zu unwohl. Dann, Reste nehmen. Und du? Du schläfst immer noch. Du kannst auch mal Reste nehmen. Dann kannst du dich zu Caddy mit dorthin setzen. Und gemeinsam mit ihr essen. Ich glaube, der Grill sieht auch eklig aus. Deswegen hatte Hugo ihn wahrscheinlich sauber gemacht. Komm mal her, Hugo. Säubern und dann darfst du auch Reste nehmen. Hast du gerade geschnattert wie ein Vampir? Ich bin erstaunt. Candy, was tust du? Du kannst dann mit deiner Freundin eine glückliche SMS schicken und dann kannst du dich wirklich mal mit Maya anfreunden. Maya Interview. An frischer Kleidung schnüffeln. Ja, warum nicht, ne? Über Outfit reden. Und dann braucht sie ja auch noch ein. Schreibfähigkeit muss sie noch erhöhen. Und dafür brauchen wir etwas, wo sie schreiben kann. Aber wir haben nicht so viel Platz. So, Hugo. Hugo schrubbt, 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 schrubbt. Auch bei dem Wetter kann man aber eigentlich auch draußen schreiben, ne? Ah nein, was sage ich, woran sie schreiben kann? Wir haben keinen Platz. Wir haben doch da einen Computer. Oh, ich bin manchmal auch so nur. Na, ist egal, was ich manchmal auch sein. Also. Und dann kaputt. Kaputt. Explosion und dann war da ein Puppenhaus. Und. Genau. Weißt du, deine Zähne, die blitzen so schön. Ja, das tun sie. Weißt du, ich finde das Verlobungsring ein Anketten. Oh nein, warum macht sie das? Warum findet sie sowas? Nein, find das nicht. Du und Hugo.
Ich finde das gut, dass du hier Musik hast. Ich höre gerne Musik. Ich mag auch Masken. Und Grabsteine. Grabsteine für meine Masken mache ich ja. Ja, wenn meine Masken sind kaputt, dann... Hm. Wunderbar. Und, so, Gummaus. Reparieren. Und du gehst schlafen? Willst du vorher nicht einmal Pipi nochmal machen gehen? Hm? Verwenden? Tschuk. Und dann darfst du gerne schlafen. Und du bist jetzt natürlich wach. Und ich finde, dann darfst du schreiben üben. Bevor wir uns an ein Buch machen. Und Hugo repariert hier erstmal. Schraub, schraub, schraube, ich schraube. Ich bin der Schrauber aus Tirol. Ich klingel. Nachtclub. Ach, sonst gerne. Aber heute... Ich muss ins Bett. Oh, die Pflanze habe ich auch. Ist das Schwiegermutterzunge oder wie die heißt? Nee. Bogenham. Ich weiß es nicht. Aber das hier ist eine Monstera. Ein monströses Fensterblatt. Die habe ich auch. Nur meine ist noch nicht so zerfetzt von den Blättern her. Meine ist noch ganz klein und ganz jung. Schraub, schraub, schraub. Ich bin ein Schrauber. Deswegen hören wir die ganze Zeit keine Musik. Und dann darfst du einmal bitte wieder die Musik anmachen. Wir wollen Inselradio hören und die Teile plündern. Und du bist benommen. Warum bist du benommen? Schmutzige Zeit wegen Putzen. Die Sachen von Hugo sind vielleicht ein bisschen sauber, aber er fühlt sich irgendwie unbedeutend. Oh, armer Hugo. Lautstärke Mittel. Ja, hier ist wieder unsere schöne Musik. Aber ich würde trotzdem sagen, dass du und Candy einmal ins Bett gehen dürft. Und noch ein bisschen schlaft. Viel Spaß. Oh nein, sie ist beschämt. Wegen unterdurchschnittlichem Techtelmechtel. Ja, auch. Oh nein. Das habe ich ja noch nie gesehen. Das wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ich finde es schön, dass nach so vielen Jahren ich immer noch überrascht werde von diesem Spiel. Maya muss zur Arbeit in einer Stunde, klar? Spielen. So, Zeit zum Essen. Hängt da das Techtelmechtel irgendwie in der Warteschleife? Ja, ihr seid merkwürdig. Ganz, ganz merkwürdig seid. Oh, lala, Essen ist so lecker. Und die braucht auf jeden Fall eine Freundin. Oh, hallo, ich möchte gerne Freunde finden. Juhu. Wer von euch will meine Freundin sein? Kann ich jetzt diese Möwen verscheuchen? Nee, kann man nicht verscheuchen, die Möwen. Nee. Hallo, Sim. Sim. Hallo. Nuiau. Lustig vorstellen. Sie muss sich eben passend vorstellen. Achso, schwimmen. Ja, Candy, da hast du recht. Das ist wahrscheinlich der kürzeste Weg. Lalala. Schwimm, schwimm, schwimm. Hallo. Juhu, ich rede aus dem Wasser mit dir. Na, ist das nicht witzig? Ja, ist absolut die beste Idee, die du jemals hattest. Oh, dieser Wal ist so hübsch. Wir haben noch auf der anderen Seite eine Schildkröte. Und du bist verspielt. Zip. Du darfst ein bisschen malen, Hugo. Überall liegen Klamotten rum. Auf dem Boden, auf dem Tisch, im Aquarium. Ein schönes Lied. Okay, unterhalte ich mal schön mit ihr. Oh, sieht ja böse aus. Wow, so ein Feuerfisch. Musikliebhaber. Hallo. Guck mal, die da am Boot. Ah, ihr seid schon Freunde. Und mit Maya nicht. Boah. Du. Guck mal hier, dem kannst du dich auch freundlich vorstellen. Ich muss los. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Wollen wir gerade überfahren von dem Boot?
Hallo. Hallo, ich habe mich vorgestellt. Hey, ich bin so cool, ich bin so voller Menschenfreunde. Können wir uns da auch vorstellen? Ich weiß es nicht. Hier sind auch Möwen. Oder? Also hier oben in der Luft sind Möwen. Was soll ich denn gegen euch machen? Im Wasser sind auch Möwen. Mehr Auswahl. Nackt baden. Nein. Dann gehen wir hier zum Strand. Hier hinreisen mit mir selbst. So. Dann findest du da bestimmt noch fünf Sims, bei denen du dich vorstellen kannst. Der Strand. Hier ist schon mal Nummer 1. Freundlich vorstellen. Und hier ist auch eine Möwe. Kann ich euch hauen? Möwen haben, die sind überall. Ah, was mache ich denn gegen die Möwen? Hallo. Krampf wegen Schwimmen. Schwindel wegen Krankheit. Sie hat diese Kringelkrankheit. Sie braucht eine Medizin. Krankheit mit Medizin heilen. Leute, wo seid ihr denn da? Und ich kann halt nicht von hier nach da. Das ist halt voll ätzend. Wir wohnen halt absolut nicht weit weg. So, da. Ein bisschen anstrengend alles. So, lasst euch vorstellen, dass ich mich vorstellen kann bei euch. Bei dir auch, Supi. Wunderschönes Handtuch hast du da, freundlich vorstellen. Das war Nummer 8. Und Nummer 9. Und kenne ich dich schon? Und Nummer 10. Nummer 10. Freundlich vorstellen. Hallo. Pfui, pfui. Drei Partys veranstalten und bei drei gesellschaftlichen Ereignissen Silber verdienen. Ja klar, können wir machen, Candy. Können wir tun, aber erstmal kriegst du nochmal etwas gegen deine Krankheit. Maya ist noch zur Arbeit. Muckel nach Haus. Ist nicht so weit. Da. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Sie hat einen schönen Laufrad, hat sie. Und mit Ladebildschirm. Natürlich. Nicht ohne Ladebildschirm. Ah, Sachen gibt's, ne? Die gibt es gar nicht. Wer hat eigentlich das Räucherstäbchen geklaut? Oder war das das, was in Feuer ausgebrochen ist? Aha, das könnte es wirklich gewesen sein, glaube ich. Du musst noch unbedingt Stufe 6 der Malerei malen und unbedingt wunderbare, fertig ausgezeichnete Bilder malen. Und du möchtest gerne mehr Partys machen. Guck mal, Maya ist auch zu Hause. Maya, du darfst essen. Und dann darfst du bitte einmal einfach hier herumschwimmen im Meer. Und du, was könntest du denn? Guck mal, es ist Freitagabend. Was kann man denn an einem Freitagabend für eine Party veranstalten? Gesellschaftliches Ereignisplan. Hugo hat Level 6 der Malereifähigkeit erreicht. Wup, sehr schön. Vielleicht schmeckt der Zuckerkeks. Eine Sleepover-Party. Ich weiß nicht, was das ist. Tanzparty, Hausparty, ein Abschlussball. Junggesellenabschied brauchen wir nicht. Cookout, Babyparty braucht man nicht. Camping, Galaessen, Würstelparty. Eine Beerdigung braucht man nicht. Christmas Party, Abschlussfeier. Kaba Party, haben wir schon Gold. Hochzeit ist voll teuer. Tanzparty, ne? Nee, Hausparty. Eine Hausparty. Werde zum Stadtgespräch, macht deinen Nachbarn neidisch mit Speisen vom Catering Service und Leute. Bäh, köstliche Getränke. Vielleicht lädst du sogar ein paar von ihnen ein. Gastgeber. Gäste. Kennst du halt alle nicht, ne? Aber. Achso. Ach komm. Entertainer. Diese Rolle besetzen. Brauchen wir nicht. Mixer haben wir nicht. Caterer. Haben wir jetzt einen? Ich weiß jetzt nicht wen, aber.
beste Auswahlmöglichkeiten. Ja, komm, nehmen wir unser Haus. Sims gleichzeitig Spiele spielen lassen, Witz erzählen, tanzen, trinken. Oh, ihr zieht euch alle schick an. Hübsch. Oh, hübsch seht ihr aus. Hallo, gib mir mal. Danke. Du kannst mal was... Achso, du schwimmst. Dann darfst du einmal kochen. Tofu-Tacos. Man weiß ja nie, ob Vegetarier dabei sind, ne? Hallihallo. Und herzlich willkommen. Und wie es mit Candys Party weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play Sims 4 Inselleben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi, tschüss.